Ja, vielen Dank an Bescheid. Auch wir hier grüßen die Gäste im Business Club, im DG-Treff, in den Umläufen und im ISS-Dom, der heute von 7.738 Zuschauern begrüßt worden ist oder besucht worden ist. Auch wir begrüßen hier die Gäste hier im Presseraum, denn auch für die Medienfamilie ist ja der Saisonauftakt und wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit in der Saison 16-17. Das Endergebnis Düsseldorf AG, Iserlohn Roosters 4:2, die anderen Ergebnisse: Berlin besiegt Straubing 5:2, Bremerhaven unterliegt Wolfsburg 2:3, Ingolstadt besiegt Schwenningen 4:0, Köln besiegt München 3:1, Krefeld bezwingt Mannheim 4:3 und Nürnberg unterliegt zu Hause Augsburg 1:2. Zu meinem rechten Gästetrainer Jari Pavan, zu meinem linken Christoph Kreuzer, der Gästetrainer. Ja, hallo zusammen, gratuliere DEG und Christoph natürlich für den Sieg. Es ist immer schön, wenn man die Saison so anfangen kann. Für uns natürlich sehr, sehr bitter. Nach dem zweiten Drittel sah ja nicht schlecht aus, aber dann ein paar Kleinigkeiten und so wurde das Spiel ein wenig gedreht. Dann noch 2:2 geschafft und dann eine unnötige Strafzeit geholt, sicherlich kein Bedarf für sowas. Leider sowas ist passiert und dann natürlich, es ist in den letzten paar Sekunden schwierig, das Tor zu schießen, wenn so ein Tor passiert. Und, es ist bitter, sehr bitter nach dem zweiten Drittel. Teilweise sehr gut gespielt, ich habe viel Gutes gesehen von meiner Mannschaft, aber Heimmannschaft hat auch sehr gut gespielt. Die haben nicht locker gelassen, waren sehr gefährlich. Unser Torwart war sicherlich in den ersten 40 Minuten unser bester Mann. Hat reihenweise Paraden rausholen müssen, weil teilweise doch die Löcher da waren und der DEG hat sehr gut gespielt. Und zum Schluss natürlich bitter, wie gesagt habe, und ich hoffe, dass wir ein bisschen davon lernen können, wie man nicht auswärts spielt, wenn man führt und wenn man Punkte nehmen will, so darf man dann nicht agieren, wie wir teilweise im letzten Drittel getan haben. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Pasewitz. Christoph Kreuzer. Ja, guten Abend zusammen. Erstmal alle herzlich willkommen hier zur neuen Saison. Ich denke, es hat Spaß gemacht heute. Es war ein sehr enges Spiel. Wir haben eigentlich noch zusätzlichen Druck bekommen, weil dann irgendwann rauskam, dass wir so lange keinen Auftaktsieg mehr gehabt haben. Also, wenn es richtig 9 Jahre, glaube ich. Ne? Also, das war natürlich auch so ein bisschen in den Köpfen bei allen. Das war uns erstmal nicht bewusst. Aber deshalb war es auch hart für uns, gut ins Spiel zu kommen. Ich denke, dass wir am Anfang, gerade im ersten Drittel, zwischendurch ein bisschen nervös auch waren. Ist uns nicht so viel gelungen. Aber wir haben schon trotzdem versucht, unseren Weg zu machen und Druck aufzubauen. Ich denke, das ist uns im Laufe des Spiels immer mehr gelungen. Und dann haben wir natürlich hinterher im letzten Drittel das Spiel gedreht. Aber ich denke, das haben wir hinterher dann auch verdient gedreht, weil wir dann hinterher wirklich sehr viel Druck gemacht haben. Aber wie im Vorfeld habe ich es auch schon gesagt, Iserlohn ist nie leicht zu spielen, ist immer ein ganz harter Gegner. Es ist sehr, sehr enge Spiele, ob zu Hause oder in Iserlohn. Aber auf eine Art ist das klar und es überrascht auch nicht. Und wenn ich die ganzen anderen Ergebnisse sehe, sind so viele in Anführungszeichen Überraschungen dabei, was eigentlich keine Überraschungen sind, weil es zeugt nur davon, dass die Liga sehr eng ist und das wird Spaß machen. Thomas Schulz ist da, deswegen gibt es eine Chance auf. Gibt es Fragen an deinen Trainer? Ja, absolut. Ja, Thomas Schulz, vielen Dank. Christoph, vielleicht bringst du mal zur neuen Saison ein bisschen Licht in der Regelkunde. Warum war die Szene mit dem verschobenen Torkurs das kein Finale, sondern die 2 Minuten? Und warum bekam Christoph Daschner 2+10, Ashton Lohmer 2? Eine Frage nach der Regelkunde, warum das Tor verschieben, nur 2 Minuten gab und kein Penalty und warum Stefan Daschner 2+10 bekommen hat, Ashton Rome aber nicht. Danke für deine Frage, aber ich bin nicht hier für Regelkunde. Das sind nicht die Dinge, die ich, wo ich Informationen geben kann, soll oder muss. Das ist reine Schiedsrichtersache und dementsprechend was muss sagen. Gibt es weitere Fragen? Dann den gestern eine gute Heimfahrt nach Iserlohn. Wir sehen uns hier schon wieder in 42 Stunden gegen die Eisbären in Berlin. Die DG macht Spaß, Eishockey ist toll. Schönen Abend noch. Tschüss.